Hi MacLovers, herzlich willkommen zum Mac Halloween mit mir, Vava Wild. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich diesen Look, diesen Feuerdämon kreiert habe, dann bleibt dran. Ganz viel Spaß. Die Haut gut vorzubereiten ist das A und O, deswegen habe ich mir mein Gesicht gewaschen, mich mit der Time Check Lotion und der Fast Response Eye Cream, Fix Plus Matching Radiance und dem Lip Balm auf das Make-up vorbereitet. Hab mir die Augenbrauen abgeklebt mit einem handelsüblichen Klebestift. Und jetzt können wir loslegen mit Shivering White, um die Augenbrauen zu setten. Um die Augenbrauen abzudecken und als Base für mein Augen-Make-up benutze ich einfach ein bisschen Concealer und verblende den mit einem Schwamm. Mit dem Rotton Can't Afford This aus der It's Designer Art Library fange ich jetzt an, hier meine Crease relativ schlampig zu malen. Gebe mir da jetzt auch gar nicht so viel Mühe, tatsächlich das richtig auszublenden, weil ich das nachher einfach mit ein bisschen Concealer und allem, was drumherum noch passiert, ausgleichen kann. Jetzt geht es erstmal nur darum, die grobe Form festzulegen und die Farbe ein bisschen aufzubauen. Es ist immer leichter, nochmal Farben abzudunkeln, wie wenn ihr direkt mit der vollen Power drauf geht. Auch wenn wir bei Halloween natürlich so viel drauf klatschen können, wie wir wollen. Bei Halloween geht es nicht unbedingt um dezentes Make-up. Und mit Chrome Yellow aus der gleichen Palette fülle ich jetzt mein neu gezeichnetes Lid aus und ziehe die Farben mittig ein bisschen ineinander, um sie in den Orange zusammen zu blenden. Wie ihr seht, haben wir jetzt ein bisschen die Kontur in der Crease verloren und deswegen nehme ich jetzt die Pro Palette, gibt es auch als einzelne Paint Sticks, wenn ihr lieber nur einzelne Farben möchtet, hier rein, um die Crease gleich nochmal zu verdunkeln und zu verdeutlichen, nochmal eine Runde auszublenden. Und die benutzen wir sowieso gleich für den Rest des Gesichts, die Palette. Von dem her. Und wie ihr seht, mischen sich die Töne jetzt auch alle so ein bisschen, sodass es ein schönes Gelb-Orange-Rot als Mix wird. Und da wir nachher ein Smoky Eye daraus machen, habe ich jetzt einfach mit dem matten Schwarz aus der It's Designer Palette, dem Carbon, hier angefangen, so ein bisschen Smoky Schwarz die Augen nach außen zu ziehen. Und wie ihr seht, kein dezenter Look, aber auch hier gilt, dunkel lässt sich schlecht wieder aufhellen, also geht vom helleren Ton zum dunkleren. Als nächstes mache ich mit dem Gesicht weiter und dafür nehme ich die Studio Fix Foundation in meinem Farbton und gehe über die inneren Stellen des Gesichtes. Und auch hier pette ich ganz vorsichtig über die äußeren Ränder und so können wir die Linie ein bisschen sauber ziehen und schärfen. Außen möchte. Deswegen ich einfach meinte, dass wir mit dem Blending nicht ganz so sauber sein müssen. Als nächstes nehme ich ein bisschen Concealer und wie ihr seht, arbeite ich bei meinem Make-up in Etappen und habe mit den Augen angefangen, weil ich mir so keine Gedanken darüber machen musste, ob meine Eyeshadows vielleicht, weil ich ein bisschen unsauber arbeite, auf mein Gesicht fallen. Da ich ja hier die dann einfach. Wenn ihr Looks macht, bei denen ihr mit Farben konturiert, müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein als normal. Einfach weil das Auge das schneller registriert, dass da eben keine Farbe sein sollte. Das heißt, wenn ihr es zu arg macht, dann habt ihr direkt die Streifen und so weiter. Deswegen vorsichtig anfangen und langsam eine Runde blenden. Und wie ihr seht, ist meine Nase jetzt super tiny. Und deswegen gehe ich mit ein bisschen Shivering White
in die Mitte und definiere als Highlight. Die Nase noch mehr, damit wir die Nase nicht komplett verlieren. Und für den Look möchte ich die Nasenlöcher ein bisschen extremer machen und konturiere deswegen quasi meine Nasenlöcher mit Schwarz in eine andere Form. Und wie ihr seht, sind wir beim richtig spaßigen Teil angelangt und ich verteile einfach mit einem Pinsel den roten Paintstick in den Regionen, wo ich konturieren würde, und blende das ein bisschen aus. Das Schöne ist, die sind so cremig, dass ich hier easy verblenden kann, selbst mit dem Pinsel hier einfach, und gleichzeitig aber auch super krass viel Farbe bekommen und zum Beispiel hier alles intensivieren kann. Und wenn euer Look die Ohren nicht verdeckt, macht es Sinn, die Ohren mitzuschminken, denn ist es wirklich Halloween, wenn ihr nicht noch 3 Tage lang Farbe im Ohr habt. Und Pro-Tipp, mit hartem farbigen Contouring könnt ihr euch einfach ein neues Kinn schminken. Goodbye. Hier tue ich jetzt auch quasi mit der Farbe noch mal ein bisschen konturieren und gleichzeitig hier ein wenig unsauber hier die Ränder verteilen, weil wir hier nachher quasi die verbrannten Stellen übers Gesicht ziehen. Und ich gehe dann über ein paar Stellen mit dem roten Eyeshadow drüber. Wir setten das Ganze nachher tatsächlich noch mit Puder, aber jetzt einfach nur hier so ein bisschen. Haarstellen schon zu setten und zu blenden. Als kleines Detail, um die Nase noch fertig zu machen, nehme ich jetzt den weißen Chroma Cake und ziehe dann noch schnell den Lichtreflex die Nase runter. Und wie ihr seht, bin ich fleißig dabei, mit dem Schwarz aus der Paintstick-Palette einfach Formen auf das Gesicht zu malen. Da folge ich keiner wirklichen Form, das sind einfach nur so ein bisschen unregelmäßige Formen, weil wir ja am Ende aussehen wollen wie Lava und dann sollen es so die erkalteten, schon bereits festen Lavastücke sein, die oben auf der heißen Glut rumschwimmen. Der Rest ist jetzt einfach Geduldsarbeit, um alle roten Flächen mit schwarzen Formen zu bedecken. Und am besten folgt ihr dabei ein bisschen den Konturen des Gesichtes, weil wir ja quasi mit der Farbe und den glühenden Lavastücken unser Gesicht konturieren. So, und wie ihr seht, sind wir jetzt soweit, dass endlich aus der Giraffe Lava wird. Und das passiert dadurch, dass ich jetzt mit einem kleinen dünnen Pinsel und dem gelben Paintstick gelbe Adern oder Blitze in unser Make-up male.
Und an dieser Stelle liegt es jetzt natürlich komplett an euch. Je mehr Details ihr malt, je mehr Tiefe ihr allem gibt, desto spannender und grafischer wird am Ende das Make-up. Also ihr könntet jetzt zum Beispiel alle schwarzen Stellen mit Eyeshadow nachmalen, ihr könntet mehr Rot drauf machen, ihr könnt alle Farben ein bisschen intensivieren, damit das Ganze am Ende verrückter aussieht. Daher sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, ich sette jetzt alles vorsichtig mit einer großen Menge an unsichtbarem Setting Powder. Und hier passe ich auf, dass ich nicht wische beim Auftragen, weil ich sonst womöglich alle Sachen, die ich aufgemalt habe, ineinander schiebe. Und abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich mein ganzes T-Shirt voll gemacht habe mit Puder, sehen wir jetzt natürlich auch durch diese Riesenmengen Puder relativ staubig aus und können das ganz einfach mit ein bisschen Fix Plus bekämpfen, damit das Ganze wieder ein bisschen mit der Haut verschmilzt und nicht so staubtrocken aussieht. Und ich gehe jetzt einfach an einigen Stellen nochmal mit schwarzem Eyeshadow ein bisschen über die Flecken, wo ein bisschen die Dimension verloren gegangen ist durch das Puder. Und jetzt geht es nur noch an die letzten Details. Jetzt kommen Eyeliner, Lashes, Lippen und dann ist der Make-up-Teil eigentlich auch schon fertig. Und passend zum heutigen Look mache ich ein dramatisches Cat-Eye. Und mit einem Liquid Liner ziehe ich jetzt hinten den Liner nochmal raus, damit er so richtig schwarz wird. Ich prime meine Lippen mit dem Prep and Prime und gebe dem Ganzen ein bisschen Zeit einzuziehen, während ich oben an den Augen weitermache. Ich glaube, ich möchte an den Augen noch ein bisschen mehr Pep und deswegen nehme ich einen Pinsel mit ein bisschen Fix Plus und Pigment. Und jetzt, da das Prep and Prime ein bisschen Zeit hatte, in die Lippen einzuziehen, nehme ich einen meiner Lieblings-MAC-Lippenstifte überhaupt, nämlich den Retro Matte Liquid Lipstick in Kaviar. Den trage ich am liebsten mit so einem scharfkantigen Pinsel auf, einfach weil Schwarz keine Fehler verzeiht. Wenn du dich einmal vermalt hast, dann ist es vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit so einem Pinsel eine gute Kontrolle darüber habe, wie ich die Linien male. Wie ihr seht, male ich die Lippen weit über meine eigenen Lippen raus, damit der Dämon so große, comicartige Lippen bekommt am Ende. So, jetzt ganz vorsichtig noch die Blitze.
So, damit fehlen noch Lashes und Mascara und dann bin ich bereit für mein Outfit. So, damit habe ich jetzt eine kleine 76er Lash noch auf das Auge gemacht. Ihr dürft hier gerne auch so dramatisch sein, wie ihr wollt. Schließlich ist der ganze Look ja ein bisschen dramatisch. Und dann mache ich jetzt noch Mascara drauf und ziehe meinen Look an und bin gleich wieder zurück. So, noch ein bisschen Mascara. Und hier ist der finale Look für meinen Feuerdämon, frisch aus der Lava. Wie findet ihr das? Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann liked gerne das Video, kommentiert, sagt uns, wie ihr es findet, gebt uns gerne Anregungen, abonniert Mac und meinen Kanal. Und wenn ihr eure eigenen Versionen davon macht, dann taggt uns, damit wir es sehen können. Ich freue mich auf euch. Stay safe. Happy Halloween.